Der Markt zeigt sich durchaus stark. Zumindest mal in Amerika kann man das sagen. Für den deutschen Markt ist das tatsächlich ein bisschen fraglich. Fangen wir ruhig mal mit dem DAX an. Für einen schnellen Überblick, das war nochmal der Abverkauf. Wir hatten gestern schon drüber gesprochen. Da hatte ich noch gesagt, hier wäre ein möglicher Einstieg für die Shortseite. Es ist nach oben weiter gewackelt. Also insofern genau nicht das, was wir idealerweise brauchen, nämlich ein Trigger auf der Unterseite. Aber nichts passiert, solange er uns nicht triggert, ist es ja nicht schlimm. Noch ist die Aufwärtsseite klar korrektiv. Wir sehen, dass die Gegenbewegungen hier alle so überlappend sind. Das hat nichts mit was Impulsivem zu tun. Dementsprechend machen wir es uns einfach. Von dir, diesem Tief, setzen wir unseren Trigger auf diese Marke und warten halt auf den nächsten Abwärts, auf die nächste Abwärtschance, dass das hier entsprechend funktioniert. In Amerika sieht die Situation allerdings ein bisschen anders aus und deshalb ist es vielleicht wichtig, da mal drauf zu gucken, denn dort sieht der Markt ja einigermaßen scharf nach oben aus. Ich habe das hier mal mit Zahlen, gleich sieht man es wieder besser, aber wir sehen ja nach dem starken Rücksetzer, das ist ähnlich wie das beim DAX auch zu sehen war, ging es hier allerdings viel steiler, nicht so flach wackelig wie beim DAX, sondern viel steiler nach oben, viel deutlicher. Eigentlich ein schöner Impuls, so wie es aussieht. Wir hatten auch hier Gegenbewegungen, die sind aber überlappungsfrei und das lässt eigentlich vermuten, dass die Aufwärtsrichtung hier halt doch noch gilt. Ja, wie soll man jetzt mit dem Mist umgehen? Ja, das frage ich mich auch, aber genau das ist das, was man als Händler eben mit berücksichtigen muss. Gewünscht hätte ich mir so gerne, dass er hier wackelig hochkommt, ähnlich wie der DAX. Darf ein bisschen steiler sein, aber eben überschneidend oder dreiwellig. Genau das haben wir hier nicht. Das heißt, im amerikanischen Markt müssen wir halt jetzt tatsächlich eher wohl abwarten, ob der Markt jetzt irgendwie was in dieser Art hier bringt, vielleicht ein bisschen runterkommt, anschließend nochmal nach oben und dann erst wieder nach unten. Das kann ich an dieser Stelle nur raten. Also, da kann ich jetzt auch nicht sagen, was er machen wird. Ich weiß aber eins, das hier kann ich auf dieser Zeitebene zumindest, so schick das aussieht und so toll er hier in diese Zone reingelaufen ist, aus meiner Sicht aktuell nicht verwerten. Allerdings kann man natürlich auf der kleineren Ebene gucken, ob man da was sieht. Blöderweise jetzt in unserem Beispiel, jetzt sehe ich da aktuell auch nichts. Also hier gab es zwischendurch immer mal wieder so kleinere Schübe mit Gegenbewegungen. Da ist dann vielleicht das ein oder andere Mal was nutzbar. Aber aktuell hier die Situation in Amerika unentschieden. Ja, wie kann das denn sein? Na, es passiert halt eben, aber man sieht es ja schönerweise, dass hier in dieser Situation da keine Aussage fähig oder fällig ist. Das heißt, man eigentlich nur raten kann, was als nächstes passiert, zumindest mal mit den von uns präferierten Handelsansätzen. Man kann natürlich versuchen, in so einer Situation einfach mal mit einem Indikator ins Feld zu ziehen und zu sagen, okay, haben wir hier vielleicht irgendeine Situation, die sich damit abbilden lässt, also wo wir gegebenenfalls sehen können, hatten wir vorher Hochs und Tiefs, ist die Chance für einen Dreh jetzt wieder relativ groß. Das spricht für die Abwärtsseite. Das Doofe ist, mit diesen Indikationen typischerweise, das ist irgendein Oszillator, in dem Fall eine eigene Produktion, aber könnte auch eine Stochastik sein, ist es natürlich immer nicht klar, wie weit das geht. Wir sehen, dass er hier unter Umständen mal einen vollen Ausschlag macht, auch wenn es mal nur so klitzekleine Gegenbewegungen sind, wo man sich dann die Frage stellen muss, will ich die wirklich da mitmachen? Das wäre natürlich noch ein Ansatz, ist nicht der von uns präferierter. Andersrum, wenn er nach solch einer Bewegung hier so langsam aber sicher mal was Vorsichtiges in die Gegenrichtung macht, dann sind wir wieder voll mit im Boot und können dann wieder in Trendrichtung gegebenenfalls die Fortsetzung zumindest mal traden. Das wäre dazu ein Ansatz zumindest. In diesem Sinne also ein bisschen uneinheitlich der Markt. Das Schöne ist, es sieht nicht danach aus, als ob er uns hinters Licht führen will. Er zeigt ja ganz klar, dass das Match noch nicht entschieden ist zwischen den Bullen und den Bären aktuell. Lassen wir uns also überraschen, welche Seite da als Sieger hervorgeht. Und solange werden wir uns wohl mit dem Klein-Klein hier in der Marktsituation begnügen müssen, bis die Herrschaften sich auf der etwas größeren Ebene hier im Stundenchart dann gegebenenfalls auf eine Richtung geeinigt haben. In diesem Sinne sage ich an dieser Stelle zumindest mal alles Gute, ganz liebe Grüße und wir sehen uns in Bälde wieder.